Ich bin gerade in Hannover angekommen. Ich laufe gerade durch diesen schmandigen, urinriechenden Tunnel durch. So, ich bin eine richtige Verschmandung. Und ich bin gerade hier vor diesem Opernplatz angekommen. Und guck mal, wir haben ihn hier getroffen. Hey Leute, alles fresh, lange nicht gesehen. Und ihn hier. Hi. Und ihn. Kennt man von TikTok. Und wir werden heute hier rumlaufen. So, mein Bruder ist angekommen. Moin. Ich fahre heute nach Rügen heute Nacht. Ist voll die geile Insel. Viel schöner als Sylt und günstiger. Und da drehe ich halt ein Video. Könnt ihr euch ja anschauen. Wir sind gerade auf der Suche nach einer kostenlosen Toilette, die wir mit ganz viel Urin voll machen können. Und prüfen, ob hier drin eine kostenlose Toilette vorhanden ist. Guck mal, da vorne, da steht WC drauf. So, man hat hier gerade kostenlos Urin gemacht. Guckt euch mal dieses Hähnchen hier an, das hier rumhüpft. Der ist richtig grau. Und ich muss ganz dringend schon wieder Urin machen. Hier von vorne Ausscheidung machen, aber so richtig. Mit ganz viel Spritzen. Also mit Druck und richtiger Geschepper. Das muss richtig rausfließen. So, wir sind jetzt gerade hier an dieser Stelle, wo wir vorhin hier Urin gemacht haben. Und jetzt werde ich genau dasselbe nochmal machen. Bierpower! So, wir laufen jetzt durch hier diesen engen Brennnesselweg hier durch. Das ist ein richtig widerlicher Brennnesselweg. Prüfen, ob wenn wir da ganz hinten angekommen sind, ob das ein Vollkuhschlafplatz wird oder nicht. Aber hier sind auf jeden Fall ganz viele diese dreckigen, widerlichen Scheißmücken. Das ist richtig widerlich. Richtig geil, oder? Ich mag widerlich. Aber hier sind ganz viele Scheißmücken, die uns hier gegen meinen Beinen und sowas stechen und gegen meinen Kopf und sowas. Und mir die letzten, und hier diese letzten Gehirnzellen aus meinem Kopf hier heraus saugen. Aber egal, genau aus genau diesem Grund werden wir heute hier pennen. Und ich werde jetzt erstmal meinen Tarp rausholen, damit wir so einigermaßen geschützt drauf liegen auf diesem Boden. Damit die Maulwürfer nicht vom Boden heraus gesprungen kommen und uns gegen's Nacken gebeißen. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, wir haben hier gepennt und wir wurden hier von ganz vielen Mücken gequält. Und ich habe was gefunden. Frühstück gefunden. Mein Koffein wurde hergestellt. Ach du Scheiße, ich habe Koffein verloren. Ich muss das erst so austrinken. Vielleicht ist da ganz oben ein Fluss oder so etwas und das ist der Grund, warum hier so viele Mücken und so weiter rumfliegen. Dass wir hier die ganze Nacht hier so richtig zerstochen werden. Genau. Das sieht richtig geil aus. Das sieht aus wie so ein richtig überfettigter Nippel. Da wächst ein richtiger Nippel raus. Da wachsen bei dir noch viel mehr Nippel raus aus deinem Körper. Ist doch super. Perfekt. Überall. Das ist eine super Stelle, so ein super Pennplatz gewesen. Das ist richtig widerlich, diesen Wagen hier durchzuschieben. Der kippt immer wieder um. Das ist ein ganz widerlicher Weg. Und hier vorne, hier fangen die ganzen Brennnesseln hier an, die hier durch mein Bein gleiten und sowas. Hier sind überall diese Kackmücken. Die sind richtig widerlich. Die haben uns die ganze Nacht hier zerstochen. Aber wir müssen da durch. Guck mal, wir haben hier einen verranzten Mülleimer gefunden. Jetzt kann endlich dieser nervige Müllsack entleert werden. Genauso wie, wenn ich wieder zurück bin, meine Sperma. Ja, du siehst gerade so aus, als ob du frisch Analabfall in Eisdiele-Toiletten gemacht hast. Ja. Weißt du, ja? Richtig geil. Ich werde dir auf jeden Fall gleich nachmachen. Aber ich werde das mit, ich werde versuchen, so viel Bierschissgeruch wie möglich herauszudrücken. Extra, damit die nachfolgenden Menschen, die da reingehen, ich die so richtig mit ganz viel Geruch belästigen kann. Ich möchte Würggeräusche hören, wenn ich rausgehe und die anderen reingehen.
Das will ich versuchen zu fabrizieren. Also gehe ich jetzt dahin. Ich werde jetzt die Eisdielen-Toilette so richtig missbrauchen. Ich habe mich gerade frei gemacht, weil der D3 der Shepard, das ist richtig geil. Und weil da ganz hinten Wasser ist. Und da werde ich jetzt rein, meinen Kopf und meinen Körper reintunken. Das kann ich nur empfehlen. Und der Schwimm ist auf jeden Fall geil. Wir haben gerade, keine Ahnung, 24 Grad oder so. Palmen! Hier wachsen die rum. Die wachsen da richtig rum. Nicht so falsch rum wie mein Kopf. Ich bin ein Hohlkopf. Ich bin ein richtiger Hohlkopf. Ich bin keine Mikrobe, sondern ich bin ein richtiger Einzeller. Geprost! Bierbauer! So eine Badewanne, die sind jedes Mal zu empfehlen. Die sind richtig herrlich. Das ist richtig geil. Das ist herrlich. Das ist ein geiles, geile Badewanne. Bierbauer! Der Koffer ist ausgedrungen, ausgeschieden. Genauso wie ich vorhin in der Toilette. Nico ist gerade live und ich habe den Livestream gestört. Wir laufen jetzt gerade durch diese ganzen Brennnesselbüsche schon wieder durch. Und hier sind überall Mücken und sowas. Die zerstechen uns. Die nerven uns. Die sind richtig beschissen. Die müssen weg. Da pennen wir heute. Schon wieder. So, der Schlafplatz ist aufgebaut. Und genauso wie die letzte Nacht werden wir jetzt gerade auch von den ganzen Mücken zerstochen. Und das nervt richtig rum.